Heute Morgen habe ich an der Kabinettssitzung hier im Bundeskanzleramt teilgenommen. Kabinettssitzung findet eigentlich immer am Mittwoch statt, aber morgen gibt es Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und China. Deswegen heute schon die Kabinettssitzung. Ich habe in Vertretung unseres Ministers daran teilgenommen und wir hatten aber auch neben dem großen Thema Corona, das immer auf der Tagesordnung ist, viele andere spannende Themen, unter anderem beispielsweise den Europäischen Aufbaufonds. Und da sind wirklich gute Nachrichten auch für Deutschland drin. Es war ja kein unumstrittenes Thema, also sehr viel Geld wird in die Hand genommen. Auch Deutschland muss dafür sehr viel bezahlen, aber wir bekommen auch ein bisschen was zurück. Und diese Mittel wollen wir einsetzen für Digitalisierung und für Klimaschutz. Bedeutet zum Beispiel, dass wir aus diesen Mitteln den Aufbau unseres Wasserstofftankstellennetzes finanzieren können und viele weitere sinnvolle Dinge auch. Und ich will hoffen, dass die anderen europäischen Mitgliedstaaten auch zum Beispiel auf Wasserstoff setzen mit diesem europäischen Aufbaufonds, dass wir da wirklich was Gutes für die Zukunft Europas hinbekommen. Die EU-Kommission muss es kontrollieren, wir werden aber auch darauf achten. Ja, dann die Corona-Lage. Es geht langsam aufwärts. Heute wurde auch nochmal berichtet, wie es jetzt mit den Impfungen weiter vorangeht. Ab 3. Mai dann auch die dritte Prioritätengruppe. Die Betriebsärzte werden jetzt auch bald eingebunden bei den Impfungen. Und dann ist auch absehbar, dass wirklich alle auch das Impfangebot, wie es so schön immer heißt, bekommen und wir dann wirklich Licht am Ende des Tunnels sehen und es aufwärts gehen kann. Mich beschäftigt im Wahlkreis heute Abend noch in einer WebEx-Konferenz das Thema A81. Seit ich Bundestagskandidat war 2009, geht es darum, mit einer Bürgerinitiative gemeinsam für die Freigabe der Seitenstreifen zu kämpfen, dass wir weniger Staus bekommen und auch mehr Lärmschutz. Das dauert leider viel zu lang. Jetzt ist aber seit 1.1. die Autobahngesellschaft des Bundes zuständig. Deswegen wollen wir da noch mal ein bisschen mehr Schub dahinter bekommen. Und morgen geht es dann nach Freiberg, also auch noch im Landkreis Ludwigsburg, wo es auch um die A81 geht, wo es eine spannende Idee gibt, die Autobahn zu überdeckeln. Auch das wird mit der Autobahngesellschaft besprochen. Und das zeigt für mich doch, dass wir mit unserer Autobahngesellschaft auch bei uns in der Region vieles bewegen und vieles voranbringen können. Ja, mich haben weiter viele Rückmeldungen zur Situation der Bundes-CDU und Bundestagswahlkampf erreicht. Dafür bin ich auch wirklich dankbar. Die Entscheidung ist jetzt getroffen worden, ist so dann auch zu akzeptieren, auch von der CSU, auch von Markus Söder. Und ja, jetzt bitte ich wirklich alle auch mitzukämpfen, dass wir es schaffen, dass wir die nächste Bundestagswahl auch wieder gewinnen, dass wir nicht, was nach Umfragen derzeit möglich wäre, eine grün-rot-rote Regierung bekommen mit einer Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin. Ich glaube, da haben wir mit Armin Laschet dann definitiv den besseren Kandidaten und wir haben aber auch die besseren Konzepte, um die Zukunft unseres Landes zu gestalten. Also trotz aller Unzufriedenheit, allen Unmuts, den ich auch wirklich mitbekommen habe, bitte ich da jetzt, dass wir auch zusammenstehen und dann wirklich für ein gutes CDU-Ergebnis bei der Bundestagswahl und für eine gute Zukunft unseres Landes gemeinsam arbeiten.